Salve des Predatoris, willkommen zu einem neuen Video hier bei Romans Garage. Frisch aus dem Werkzeugschuppen, nein, keine Zigarillos heute. Liebe Alex hatte mir letztes Wochenende ein Fanpaket zugeschickt, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal, lieber Alexander. Das Trappist Roquefort 10 habe ich ja neulich im Unboxing-Video schon getestet. Kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das Video an. Ja, dabei war ja noch, wie ihr wahrscheinlich im Video gesehen habt, dieses Carapelz. Aber eine vernünftige Kamera war leider nicht dabei. So, Carapelz. Ja, es ist ein Premium-Bier, steht drauf. Bier. Hat 4,4% Alkohol. Hier hat mir die 50 Zentiliter, 500 Milliliter Dose geschickt. Gibt es aber auch noch in 0,33. 16,7% Gerstenmalz sind da drin. Steht alles auf Holländisch und Französisch drauf. Ich kann da nicht viel mit anfangen. Wird in Halle in Belgien, in den Edingens Steenweg 196 hergestellt. In Belgien ist da wohl Pfand drauf und ist nicht für schwangere Frauen geeignet. Dieses Zeichen hier, das wird jetzt immer mehr auf Packungen auftauchen. Ja, finde ich ganz interessant. Hat früher keiner gebraucht, aber es muss ja irgendwie was zu nörgeln geben. So wie auch letzten Sonntag, beziehungsweise vorgestern vor euch im Video, habe ich mich ein bisschen auf meine Sendung hier vorbereitet. Seit 2012 wird das von der Brauerei Hacht in Bordmeerberg gebraut und von der Kollrüth-Gruppe vertrieben. Das ist schon mal wieder unaktuell, dieser Wikipedia-Eintrag, weil der hat das, habe ich gerade vorgelesen, wo das hergestellt wird. In Halle, genau. Kollrüth ist übrigens eine Supermarktkette in Belgien, so wie ich das gerade hier lese. Wird auch bei Aldi in Belgien verkauft und in der Delhaize Group. Ist ein blondes Bier mit einem Alkoholgehalt von 4,9%, steht hier bei Wikipedia. Hat aber auf dieser Dose 4,4. Carapelz wurde in den letzten Jahren bereits von den Brauereien Van Roy, Bostels, Riva, Martens und Alken Maes gebraut. In der Regel schreiben die Supermarktketten eine Bestellmenge aus und die Brauereien stehen dann im Wettbewerb, wer das am günstigsten brauen kann. Und wer das am günstigsten brauen kann, kriegt dann halt den Zuschlag. Mehr habe ich auch im gesamten Internet dazu nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Sendung hier in die Länge ziehen soll. Aber da fällt mir bestimmt schon mal irgendwie wieder was ein. Nur was muss ich wieder einen langen Vorspann und einen langen Abspann reinmachen, damit ich irgendwie meine 10 Minuten voll kriege. Die Aufmachung, ich finde das nicht sonderlich schön anzugucken. Sieht ein bisschen armselig aus. Ich weiß nicht, was so eine Dose kostet. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders hochwertig ist. Bevor das jetzt warm wird, ich habe das mir extra kühl gestellt. Man sollte dieses Bier kühl trinken. Die anderen belgischen Biere, die Tripel und das Quadripel, das muss ja warm getrunken werden, also auf Zimmertemperatur 12 bis 14 Grad. Ich habe auch keine Glasempfehlung, darum nehme ich dieses ganz normale Wasserglas, Sprudelglas, keine Ahnung. Eigentlich trinke ich Bier immer aus der Flasche oder aus der Dose. Riecht wie richtiges deutsches Pilz, leicht, nicht stark. Und ein bisschen süßlich. Ich hoffe mal nicht, dass es voll nach Karamell schmeckt. Ich finde, das ist echt eine widerliche Vorstellung, ein Bier, was nach Karamell schmeckt. Ja, hat die ganz normale pissgelbe Farbe. Sieht ganz gut aus. Probieren wir mal. Hier im Glas riecht es fast gar nicht mehr. Schmeckt eher wie Mineralwasser als wie nach Bier. Sehr viel Kohlensäure drin, prickelt richtig auf der Zunge. Aber so ein richtiger bieriger Geschmack kommt da nicht raus. Probieren wir es hier nochmal aus der Dose. Man kann das wohl trinken. Schmeckt ein bisschen wie Hasseröder Bier, nur mit mehr Kohlensäure. Wie das kommt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so lasch schmeckt, aber es schmeckt wirklich sehr lasch. Erinnert mehr an Mineralwasser als wie an Bier. Kann auch daran liegen, dass das nur 4,4% Alkohol sind. Ich weiß es leider nicht. Ich kenne mich jetzt in diesem Fach Bier nicht so gut aus. Ich nehme das gleich wieder mit rein. Ich trinke nochmal einen Schluck, weil irgendwie gefällt es mir. Aber ich kann auch gut darauf verzichten. Also mein Wirkühler wird das Bier nicht ersetzen können. Aber kalt muss es wirklich sein. Also wenn das jetzt so Raumtemperatur hätte, dann wäre es eklig. Aber man kann es gut trinken. Das hier kommt übrigens von der Kollrüth-Gruppe, steht hier drauf. Kollrüth, noch nie was von gehört. Muss ich mal googeln. Also Kollrüth ist der Nachname des Firmengründers. Die Leitung liegt heute bei Jeff Kollrüth,
Sitz liegt in Halle in Belgien und wurde 1925 gegründet. Ich weiß, ich habe mich super auf meine Sendung vorbereitet. Bloß ich hatte das Bier nicht mehr zur Hand und ich hatte nur den Namen. Und da kam nur das, was ich eben vorgelesen habe. Zum Konzern gehören unter anderem die Supermärkte, ein IT-Unternehmen, Industrial Project, Creative Engineering, Spielgeschäfte Dreamland, Dream Geschenkeläden, Okay, Pro, Opro und so weiter und so fort. Ja, interessiert eigentlich keinen, weil es geht ja um das Bier trinken, nicht um die technischen Daten auswendig zu lernen, wie bei einer Autoquartett. Ich sag, was ich noch sagen muss, Alkohol ist natürlich tödlich. Trinkt am besten gar keinen Alkohol, anstatt Alkohol zu trinken. Kauft mir was von meiner Amazon-Wunschliste, die unten verlinkt ist. Oder lasst diesem Kanal ein Like oder ein Abo da. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ja, aber schlecht ist das wirklich nicht. Sehr erfrischend. Aber für Biereinsteiger sehr gut geeignet. Für Leute, die noch nie Bier mochten oder nie wirklich Kontakt mit Bier hatten, ist das wirklich ein schönes Produkt. Kann man gut mal probieren. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland kriegt. Ich weiß nicht, ob man es über Amazon kriegt. Wenn man es über Amazon kriegt, guckt einfach unten in die Videobeschreibung, dass es verlinkt. Wenn ihr darüber bestellt, kriegt ihr noch ein bisschen Geld. Dann lohnt sich das auch noch für mich. Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Carapels Premium Bier. Ich gebe dem Ganzen 6,5 von 10 Punkten. Kann man wirklich gut trinken. Ist wirklich lasch. Aber ich mag das wohl. Das ist mal eine ganz interessante Abwechslung zu dem Bier, was ich sonst so trinke. Also ich trinke am liebsten Wirkühler, gefolgt von Hefepilz. Schöne Grüße an das 10 Kilometer entfernte, an die 10 Kilometer entfernte Hefebrauerei. Ich muss nämlich gleich noch Auto fahren, darum beende ich das Video jetzt hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mir auch so ein Fanpaket machen wollt, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, schreibt mich einfach an hier bei Instagram oder in den YouTube-Kommentaren. Hier in den YouTube-Kommentaren oder bei Instagram, @romansgarageyt, so wie hier eingeblendet im Video Ende und am Video. In der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman.